Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bellride. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und damit, let's go. So, ich will mal gucken, wie das jetzt ist mit dem Reparieren. Repair and Care. Holz, Rohstein brauchen wir dafür. Okay. Rohstein, Holz. Ah ja. Zack, zack. Schnell repariert. Das ging fix. So, Forschungstisch. Ja, er erforscht. Erforscht. Baue ich, glaube ich, da... Wo baue ich die hin? Irgendwo da drüben hin. Vielleicht. Die Holzfällerhütte. Holzfällerplatz. Was macht der? Ermöglicht es einem Arbeiter, Baumstämme in Holz zu hacken. Ah. Und das hier. Ein Arbeiter kann damit Bäume in kleinen Gebieten fällen, am besten in der Nähe eines dichten Waldes platzieren. Gut. Na, dann gucken wir mal, wo wir den jetzt hier hin pflanzen, den Baumfäller, den Holzfäller. Am besten hier hin, würde ich sagen. Ja, ist nicht zu weit weg vom Lager. Könnte natürlich aber auch der erste Punkt sein, wo uns Banditen angreifen. Warum treffe ich das manchmal nicht? Das ist echt frustrierend. Jetzt. Aber Beeren kann ich nicht mehr einsammeln. Schade. Liegt wahrscheinlich am Winter. Aber schön, dass es so nach und nach sich zuschneit hier. Das haben sie echt schön geregelt. Nicht, dass man aufwacht und alles ist weiß, sondern es schneit sich langsam ein. Das ist toll. Wo ist denn jetzt der letzte Baumstamm, den ich gefällt habe? Doch, hier noch einen. Hä? Wo ist der Baumstamm hin? Bin ich dumm? Nicht mal da. Okay, vielleicht bin ich dumm. Keine Ahnung. Ah, guck mal, die kann man auch vertreiben. Dann kriege ich Rückerstattung von Ansehen bei Ausschluss. Ah, verbrauche ich das hier, wenn ich jemanden anstelle? Okay. Reservewache. Was heißt das? Hilfraß, ich war schon lange nicht mehr so satt. Luxio, ist es schön, in einem eigenen Platz, einen eigenen Platz zu haben. Warme Mahlzeiten sind schön. Okay, also dem geht's hier gut. Dem geht's hier gut. Das ist schön. Das freut mich. Können wir jetzt überhaupt noch Flachs sammeln? Wenn ich jetzt gucke. Keine Ahnung, steht leider nicht da, ob man im Winter Flachs sammeln kann. Ich würde sagen, nein. Flachs haben wir nämlich null. Ich guck mal, ob ich was finde. Also hier ist was, aber man kann es nicht sammeln. Schade. Ich besorge mir mal eine andere Quest. Also man ist darauf angewiesen, im Sommer sowas wie Flachs in Hülle und Fülle zu sammeln, damit man das hat für eventuelle Bauprojekte, die über den Winter hinausgehen. Essen wird ja auch so ein Problem eigentlich. Müssen wir jetzt jagen. Aber ich habe keinen Bogen. Und für Bogen brauchen wir Flachs. Ach, ja. Ich will noch mal kurz gucken, wo sind denn unsere Quests? In der Welt aufsteigen. Ja, das ist nämlich eine Quest mit drei roten Dingern hier. Ach so, das ist das, wo wir noch einen anheuern müssen, okay. So, fragen wir mal den, was der haben möchte. Kann ich dir bei etwas helfen? Seid genau die Person, auf die ich heute gehofft habe. Meine Frau, Gott segne sie, hat sich in diesen neuen Bücher vertieft, die Oscar mitgebracht hat. Sie glaubt, sie hätte ein Heilmittel für nun. Mein Gedächtnis in letzter Zeit ist etwas lückenhaft. Ich könnte also wirklich deine Hilfe gebrauchen, um ein paar Kräuter zu sammeln. Nein! Digga. So, was braucht ihr denn alles? Salbei, Hanf, Flachs. Es wäre eine richtig einfache Quest. Aber nicht im Winter. Nicht im Winter. Leider nicht im Winter. Außer wir finden jetzt einen Händler, der uns Flachs verkauft. Was verkaufst du uns denn?
Bärenmarmelade, Feder, Schilfrohr, Heugabel. Ach nee, verkaufen. Kaufen? Achso, der hat auch Gegenstände, die er gerne kaufen wollen möchte bei Verkaufen. Ich kann nicht einfach alles verkaufen, was ich habe, sondern ich muss das haben, was er haben möchte. Verstehe. Da vorne? Ach, das ist der Wirt hier, ne? Achso, ich könnte jetzt eine Nacht in der Taverne verbringen. Ja. Was hast du heute auf Lager? Okay, der hat Bücher auf Lager. Und er will auch nur Bücher kaufen. Verstehe. Kauft mir hier keiner Flachs? Ah, okay. Ich könnte die Münzen dem Ältesten schenken, erhöht sich das Vertrauen des Dorfes auf dich. Okay, verstehe. Oder Wolfszene, verstehe. Ah, ja, 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 ja. Oh, guck mal, hier gibt's ja auch Quests. Bedrohung und Heldentum. Mit großem Stolz bewundern erklären wir, dass es einst das bedrohliche Gespenst des Banditentums dank der entschlossenen Bemühungen unserer edlen Lords aus unserem Blablabla. Okay, verstehe. Habe ich jetzt dadurch Quests bekommen? Nee, habe ich nicht. Guck mal, der da vorne hat aber noch eine Quest für uns, der Bücherhändler. Greetings, friend. In a world full of... Oh, ich hatte gehofft, dass du mich fragen würdest. Dein Geschick, Geheimnisse aufzudecken, ist genau das, was ich brauche. Ich habe etwas ausgegraben, das von deinem einzigartigen Talent sehr profitieren könnte. Ihr habt mein Interesse geweckt. Was ist dieses besondere Etwas? Ah, es ist eine Aufgabe, die jemand mit einer Unterscheidungskraft entspricht. Was? Jemand mit deiner Unterscheidung? In unserer Wildnis verstecken sich uralte Schreine. Möchtest du gern mehr erfahren? Komisch, dass du erwähnst, dass ich bin tatsächlich schon auf einen dieser Schreine gestoßen. Das ist ziemlicher Glücksfall. Ich bin fasziniert davon, was diese Gebete bedeuten könnten. Oh, wir haben 50 Vertrauen bekommen, einfach so. Okay. Also sollten wir... Das war jetzt die Quest, dass wir so einen Schrein finden sollten. Und das haben wir auch getan und wir haben 50 Vertrauen bekommen. Schön. Okay, dann kann ich hier keine weitere Quest erstmal machen. Wir müssen anscheinend irgendwie durch den Winter kommen. Dann auf zurück zu meiner Siedlung. Aber wir könnten nach Bradford auch irgendwann mal hinreisen. Ist auch die Frage, was passiert, wenn wir so ein Banditenlager auslöschen? Kriegen wir dafür auch Reputation? Wahrscheinlich, ne? Wir haben ziemlich viele gebratene Pilze, also damit könnten wir vielleicht durch den Winter kommen. Ja, uns fehlen Samen, die zum Anbau von Flachs benötigt werden, können bei einem Kräuterkundler gekauft oder zusammen mit einer Pflanze geerntet werden. Aber wie verwenden wir die? Geht uns safe noch das richtige Haus dafür. Wir könnten jetzt nochmal versuchen, die Münzen und die Zähne zu verkaufen für Reputation. Okay, es gibt genug Holz. Dann, was macht er jetzt? Achso, er macht das Feuer an. Schön. Ein Grill und ein paar Pilze. Die Holzfällerhütte braucht... Was braucht die? Flachs, natürlich. Ja. Da sind wir jetzt einfach drauf angewiesen, dass der Frühling wieder kommt und wir Flachs wieder ernten können. Aber wir können so einen Holzplatz, so einen Holzfällerplatz machen.
Da wird ja im Prinzip dann, werden große Stämme zu Holz verarbeitet. So, okay, dann bringe ich jetzt mal die Münzen und die Wolfszähne zu dem Typen, zu dem Dorfvorsteher, hier zu Majestix. Hey, der sammelt jetzt trotzdem Flachs? Warum kann ich jetzt wieder Flachs ernten? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ach, es schmilzt gerade, der Schnee schmilzt. Oh lol. Dann kann ich auch Hanf ernten. Oder zumindest mitnehmen. Ist der Winter schon wieder vorbei? Okay. Dann kann ich die Quest doch noch abgeben. Top. Oder es war erst so der erste Schnee. Also wenn der Schnee schmilzt, sammelt er wieder Ressourcen. Das ist geil. Diese Kühe, die trauen sich echt weit in den Wald rein, ne? Irgendwann sind alle Bäume weg, Holz liegt auf dem Boden rum. Ah, okay, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Also sollte man eher Stämme so aufheben, statt ihn in Holz zu verwandeln. Gut, gut, dann machen wir das. Wegen der Kräuter, die du wolltest, ich habe sie gefunden. Ich habe alle Kräuter, die du aufgelistet hast. Ich hoffe, sie helfen. Außerdem habe ich diese hier für dich. Wähle, was du willst. Lehrlingsbuch Landwirtschaft zweimal, Lehrlingsbuch Ernten zweimal. Wir nehmen erstmal Ernten, weil Landwirtschaft, da machen wir jetzt noch nicht so viel. Jetzt haben wir sehr, sehr viel Ruhm bekommen und Vertrauen. Wir sind jetzt Freund. Ui, toll. Schön, der hat auch gleich die nächste Quest für uns. Was haben wir noch für eine Quest? Händler Not, ne? Achso, ja. Aber ich werde erstmal bei dem Dorfvorsteher. Wenn ich den jetzt finde. Ich werde erstmal meine Münzen und meine Wolfszähne eintauschen. 190 Vertrauen. Schön. So. Ich suche jetzt eine Frau für meinen Jäger. Die hat sehr hohe Ansprüche. Okay. Was ist mit dir? Auch. Ich kann mir, glaube ich, eher eine aussuchen, die ein bisschen, ich sag mal, normaler gekleidet ist. Oder zumindest ein bisschen leichter gekleidet. Also, was heißt leichter gekleidet? Ihr wisst, was ich meine. Was ist mit ihr hier? Are you new in town? It's customary that you should greet the elder. Guck mal, die könnte zu uns mitkommen. Die hat 6 in Forschung. 2 in Landwirtschaft, 2 in Jagen, 2 in Herstellung. Annie Stan. Wunderkind. Ja, das hat meiner, den ich jetzt habe, auch. 30% plus EP gewinnt. Feigling. Gelehrter. Ich glaube, ich nehme die erstmal. So. Die ist jetzt bei mir. Okay, komm mal mit. Wir gehen mal zu unserem Dorf zurück. Und ich verbrauche diese Einheit da oben auch, diese 100, 190 habe ich jetzt nur noch. Da liegt so viel Flachs rum, aber ich kann den nicht ernten. Das ist eine Frechheit. Jetzt könnte ich wieder mit dem Ältesten sprechen. Ich bin gerade einmal hier. Ich glaube, ich spreche auch mit dem Ältesten. Aber du kannst bitte mal schon zurück. Zurückgehen. Überfallgefahr erhöht. 75%. Lol. Okay.
Also, wir werden bald überfallen. Da müssen wir natürlich ready sein für... Ach, ist doch eine Katze. Ich habe mich ja beim letzten Mal gewundert. Habe einen Katzensound gehört, aber keine Katze gesehen. Ich hab doch eine Katze. Erstmal gestreichelt. Die Mietz. Hallo, Freund. Ach, sprich mit dem Edison von Patzdorf. Das ist hier unten, lol. Komplett umsonst hierher gelaufen. Schön. Ach ja, na gut. Schade. Okay, meine Leute ernten aber gerade viel Flachs. Schön. Aber war jetzt Winter nur ein so ein halber Tag oder was? Bin verwirrt, weil jetzt ist ja hier übelst Frühling angesagt, ne? Also so sieht's zumindest aus. Und wir hatten einen so einen halben Tag, hatten wir Schnee liegen. Ich werde mir jetzt erstmal einen Bogen herstellen. Ich glaube, das macht Sinn. Oh, ich friere. Attribute... Wo steht denn das hier? Auf jeden Fall so ein Frierzeichen. So. Dafür brauchen wir einfach Schnur und Schilfrohr. Wir können das eigentlich auch herstellen lassen. Wie viel braucht ihr? So, Stoffköcher können wir eigentlich auch herstellen. Und einfache Pfeile. Für Stoffköcher brauchen wir Leinen. Naja, das am Webstuhl können die jetzt machen erstmal. Erstmal brauche ich Holz. Holz. Warum kann ich die hier nicht einsammeln? Verstehe ich immer nicht. Nee. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt in dem Game hier. Okay, jetzt steht ein Bogen her. Das dauert aber lange. Aber wenn wir dadurch leveln, ist das okay. So. Wird wahrscheinlich immer schneller gehen, je besser wir sind in der Herstellung. Fünf Leinen brauchen wir für den Stoffköcher. Okay. So, jetzt haben wir einen Bogen. Hopp. Leinen? Ist das hier irgendwo reingeworfen, ihr kleinen Schlingel? Nein, warum nicht? Ist das noch nicht gemacht? Auch Schilfrohr, ach so. Ja, dann mach das mal nicht. Und ich stelle das her. Benötigt Herstellung 2. Muss ich doch meine Leute machen lassen? Kann ich noch nicht herstellen. Attribute, Herstellung. Also Ernten haben wir jetzt 2. Wo ist denn Herstellung? Da unten 1 von 10. Okay. Ah, okay. Also, es macht schon Sinn, dass ich alles selber herstelle, damit ich das Level einfach, ne? Cool, cool zu wissen. No Ammo. Alter, dieser Kreis ist aber auch riesig, ne? Ich glaube, das ist dann halt auch mein Skill, ne? Je besser mein Skill wird, desto kleiner wird der Kreis. Attribute. Sie hat in Herstellung 2, ja. Sie kann das machen. Ja, okay. Naja, gut. Gehen wir erstmal schlafen.
okay, wir haben den Winter survived, steht da unten als Dings, als Achievement. Okay, also ist jetzt der Winter vorbei. Tasche ermöglicht es. Okay, dafür brauchen wir auch Riemen. Verband, einfache Bandage aus Kräuter. Okay, okay. Lager. Ah, das Hauptlager ist das Arbeiterproduzier. Was? Das Hauptlager in das Arbeiterproduzierte Ressourcen, Lebensmittel und andere Ausrüstung bringen, ermöglicht regelmäßige Lieferung zwischen mehreren Lagern. Ah, okay, okay. Dafür brauchen wir Stamm und Rohstein. Sehr gern machen wir das. Das klingt nach einem guten Forschungsprojekt. Inventar ist voll, natürlich. Hat sie neue Waffen? Gucken mal. Wo sehe ich das denn, ob die Waffen hat oder nicht? 5 Holzstämme, krass. Okay, muss ich bei ihr selber checken, okay. Ist sie jetzt da unten? Oder ist das er? Das ist er, glaube ich, ne? Inventar. Nee, sie hat keine Waffen. Okay. Dann stelle ich dir auf jeden Fall erstmal einen Knüppel her. Damit du zumindest dich ein bisschen knüppelig verteidigen kannst hier. Primitive Keule braucht 4 Holz. So, jetzt gehört sie mit zum Knüppel-Clan. Ja, wir brauchen noch ein paar mehr Holzstämme. Wachsen diese Bäume nach? Oder sind die irgendwann... Habe ich irgendwann hier alles abgeholzt? Überfallgefahr erhöht 90%. Okay. Wie viel kommen denn da bei so einem Überfall? Bei dem ersten? Hab ein bisschen... glaube ich, unterschätzt das ein bisschen. Aber er sieht kräftig aus. Ja. Mal sehen. Okay. Verstehe. Wo sind denn hier Steine? Zinnerz. Hm, okay. Kupfererz. Okay. Mhm. Aber... Stones, ganz normale Stones, hier. Habe ich nicht drauf geachtet. Immer schön von oben drauf. Okay, wir verpissen uns wieder. Ich hoffe, dass wenn ich überfallen werde, die auch nur mit Knüppeln kommen. Dass wir auf jeden Fall noch eine Chance haben. Habe ich nicht auch Kupfererz gesammelt? Wo ist das? Ein paar Steine brauche ich noch. Wenn ich dieses Bergbau-Ding baue, kann ich bestimmt auch eine Spitzhacke bauen. Steine sind manchmal ein bisschen schwierig zu finden. So, bei Lager wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das sollten wir jetzt erstmal machen. Hallo. Forsch doch. Was machst du? Bist du gerade irgendwie... Jetzt. Manchmal hängen die, bleiben die so ein bisschen hängen. Muss man die kurz als Wache einteilen? Oder als Gefährten? Und dann halt wieder zurück als Arbeiter. Okay, der hat Forschung 2. Und, wir haben jetzt das Lager freigeschaltet. Waffenständer. Alter, was wir hier alles erforschen können. Zaun, Reiseschild. Okay, okay. Erstmal gucken, was brauchen wir denn für das Lager? Und wo stellen wir das hin? Am besten hier so, da wo das... wo meine Kisten sind. Naja, okay. Aber das werde ich beim nächsten Stream oder beim nächsten Video erst fertig bauen. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Bellwright. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like unter das Video und vielleicht auch einen Kommentar. Das füttert den Algorithmus.
Und ich wünsche euch ja, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.